Also, hallo. Ich sag euch heute, wie man einen leckeren Erdbeerpudding machen kann. Ich habe ja eine Erdbeer, die schneide ich in so welche Stücke. Und in der Zeit muss ich alles hier reinmachen, in den Becher. So. Drei Stück bitte Erdbeeren. So, eine Erdbeere ist fertig. Die großen Stück machen wir in so eine halbe. Und den zweiten Stück, wenn es euch zu groß ist, könnt ihr klein machen. So welche. So. Könnt ihr machen, wenn es euch zu groß ist. Die zweite Erdbeere neben mir und schneiden auch in die Hälfte wieder vor. Natürlich nicht so schneiden, dass es euch schon alles wehtut. Ihr könnt auch eine halbe Banane dran reinmachen. So, die dritte Erdbeere. Jetzt haben wir schon drei genug. Wieder vor wieder. Wir schneiden den Stück wieder davor. So, jetzt haben wir ein Becher voller Erdbeeren. Wir nehmen jetzt, was er so macht. Und das machen wir jetzt und zermatschen jetzt das. So lange, bis der Saft langsam rauskommt. Jetzt hole ich noch zwei Stückchen irgendwas. Die sind eigentlich schade, aber das habe ich gefunden. So. Die zwei Stückchen machen wir rein und drücken, bis es langsam rosa wird. Dass sie so aussehen würden. Den nehmen wir dann wieder in die Tasse da wieder davor und zerbröseln, dass es dann kaputt geht. Den zweiten machen wir auch rein, dass es auch so wie davor rosa wird. Hier habe ich ein Stückchen Banane, natürlich schälen. Und das Braune, das könnt ihr auch reinmachen, wenn es euch schmeckt. Ihr könnt aber auch das mit einem Messer abschneiden. Und das einfach abschneiden, das zur Seite legen und dann die kleinen Seiten da reinmachen. Becher. So, weiter geht's. Und jetzt machen wir wieder mit der Tasse die Banane rüber zermatschen.
ist unser Pudding, aber wir schon noch eine Tasse, die wir brauchen. So, in der Tasse wird es sein. Und das Ganze machen wir jetzt hier rein. Wenn es auch nicht geht, könnt ihr den Löffel nehmen und alles da rein machen. Und ein bisschen zu viel und es raustropft. Dann könnt ihr zum Beispiel so eine Tasse nehmen oder so eine. Ihr könnt euch auswählen. Und dann macht ihr ein bisschen da rein. So viel ihr wollt. Und wenn ihr dann noch Nachschub möchtet, habe ich noch direkt das Frühstück für euch. Das leckere Erdbeer. So, das haben wir heute euch gezeigt. Tschüss.